Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, lang ist das her. Also für euch nicht, ihr hattet gestern eine Folge, aber für mich gab es jetzt eine kleine zweiwöchentliche Horizon Zero Dawn Pause, denn ich hatte genug vorproduziert. Doch da gucke ich heute in meine... Oh shit. In meine... Ihr seht mich nicht, ne? Ihr seht mich nicht, ja? Nee, okay. Gucke ich heute in meinen Videomanager und sehe... Oh! Ich brauche morgen eine Folge! Ja gut, dann nehmen wir halt mal ein bisschen aktueller auf. Ja gut. Dass ich das bemerkt habe, sonst wäre mir wahrscheinlich eine Folge ausgefallen. Aber so... Kann ich das noch schnell verhindern. Okay, ich habe die Steuerung komplett vergessen. Wie geht denn das alles? Ich muss mehr über diese Maschine herausfinden, wenn ich sie überbrücken will. Hä? Noch eine Brutstätte? Alter, den habe ich ja gar nicht gesehen. Oh shit. Der Panzerwanderer. Nee, den will ich nicht überbrücken. Der soll sich verpieseln. Ach so. Was wollen wir denn heute machen eigentlich? Ich habe mir gedacht, wir haben ja letztens die große Hauptquest abgeschlossen von Erend und seiner Schwester Ursa. Ja, ich habe mir die letzten Folgen angeguckt, um ungefähr zu wissen, wo wir gerade stehen in der Story. Und dachte ich mir, wir schieben noch ein paar Nebenquests zwischen, bevor wir die komplette große Hauptquest weitermachen, also die Stadt der Sonne. Die will ich ein bisschen außen vor lassen. Wir machen erstmal ein paar Nebenquests. Wir haben doch ein paar wirklich aufgeschoben die ganze Zeit. Ich dachte, wir gehen die einfach mal der Reihe nach durch. Ein Moment des Friedens. Nebenquest. Ein abgelegenes Banuk-Lager ist von sanftmütigen Maschinen umgeben. Was könnte ihr ungewöhnliches Verhalten verursachen? Ach, das ist ja der Tipp, den wir in einer Stadt bekommen haben, oder in einem Dorf, besser gesagt. Banuk, waren das nicht diese Eisjäger? Die so im nördlichen Teil hier sind? Lass mal bitte hierher kommen. Ich weiß nicht, ob ich im Moment noch die Skills habe, um euch wirklich MLG-haft umzubringen. Deswegen locke ich dich einfach mal hier und schalte dich so aus. Oder ich überbrücke dich, das geht natürlich auch. Ja, ich überbrücke ihn. Habe ich wenigstens ein bisschen Kanonenfutter, falls es zum Kampf kommt. So. You're my friend, bro. Nein, kämpf dich. Was denn? Aus, nein. Was machst du? Was machst du? Was macht er? Warum tut er das? Ist er dumm? Okay, ich versuche einfach mal den Bell darunter zu schießen. Okay, der Bell hat gut funktioniert. Ich habe den schwerer in Erinnerung, was ist denn los? Ist das unser OP-Equipment? Was ist das? Okay, ich habe den deutlich schwerer in Erinnerung. Aber egal, ich habe da nichts gegen. Okay, was? Oh shit. Was kommt da? Ups, noch so ein Dulli. Ah, das sind noch mehr. Alter, was ist das? Das ist eine ganze Herde. Okay, ich habe ein deutliches Problem. Zersprengerpfeil. Mitten ins Ziel. Oh, das ein. Okay, das ist er losgeworden, finde ich sehr gut. Oh shit. Gehärtete Pfeile nehmen wir einfach mal. Aua! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Okay, wir haben ein deutliches Problem. Okay, der eine ist fast tot. Aber sagt, der eine ist tot. Alter! Duck dich, Aloy! Alter! Ich will die ganzen Behälter und so aufsammeln, die ich hier runterschieße! Ich brauche Zersprengungspfeile, verdammt! Kann ich nicht nachcraften, weil mir was fehlt? Ich weiß es nicht. Ohne Zersprengungspfeile kriege ich das, glaube ich, nicht runter, den Behälter. Okay, steht der Schlag, bringt er wahrscheinlich nicht ganz so viel. Aber egal. Oh, das bringt ja doch was. Ich hätte noch einen schönen Schlag machen können, sehe ich gerade. Oh shit, oh shit, ich muss weg, ich muss weg. Ich laufe. Ich hab keinen Bock auf die. Alter, so ein Kampfberg am Anfang, ihr überfordert mich hier. Down. Easy. Okay, der Präzisionspfeil, der Schattenpräzisionspfeil, der hat doch Wumms. Wollen wir wieder hergucken hier? Ja, auf den Wälder schießen bringt nicht ganz so viel. Beutepfeil, was macht mehr Schaden? Oh
Oh shit. Ne? Bin nicht da. Bin nicht da. Weißt du was? Alter, 203. Scheiße! 263 Schaden mache ich mit einem dreifachen Präzisionsfall. Du siehst mich nicht. Alter. Mach dein fucking Schild weg. Ja, endlich! Alter! Geh doch weg! Alter! Ich hab nicht mehr viel Leben! Ach, Scheiße! Oh shit! Reagiert! Down! Alter! Ich brauch Heilung! Alter, da haben wir einfach eine komplette Herde von diesen Panzerwanderern! Einfach weg! Was gibt's denn für einen coolen Ausdruck, um das zu beschreiben? Alter, das war so episch gerade! Ach sorry, wenn ich kurz für ein bisschen still war, aber ich brauchte ein bisschen Konzentration. Alter, das hat uns fast umgebracht. Komplett aber. Aber wirklich komplett. Was habe ich denn alles runtergeschossen? Metallscherben? Ja, will ich alles haben, bitte. Metallscherben wertvoll, danke. Alter. Wie viel Zeug wir einfach jetzt haben. Was ist jetzt genau in diesen Behältern drin? Das will ich jetzt wissen. Wow, eine Wächterlinse. Das ist ja heftig. Ich dachte, da ist was Cooles drin. Was ist das hier? Okay, der Wächter hat auch eine Wächterlinse dabei. Siehst du mal, mit dem Panzerwanderer gar nicht umbringen müssen dafür. Und ich wollte heute einfach gechillt zum Banuk-Lager reiten mit irgendwas, was wir dann uns dann zähmen oder überbrücken. Aber nein, dann kamen die. Ja, das brauche ich, danke. Haus dir rein, Aloy. Alter, da haben wir die Erde hier komplett auseinandergenommen. Schön. Wir wissen jetzt, wir kein können Platz uns noch. Mehr. Das ist doof. Warte mal. Nee, wie ging das nochmal so? Inventar hier. Modifikationen. Wir haben ein paar grüne Dinge. Die grünen haben wir gesagt, schmeißen wir sowieso weg. Wegen. Die bringen ja auch nicht so viel beim Verkaufen. Die Lilane hier, Verderbnis. Verderbnisspule. Oh. Natürlich auch geil. Den spare ich mir für den Kriegsbogen. Drei spare ich mir für den Kriegsbogen. Den wir jetzt ja auch mal gönnen wollen. Okay, den blauen nehme ich auch doch mit, oder? Das kann man nämlich ganz gut verkaufen. Oh, das ist Gewebe. Warte mal. Haben wir nicht beim Gewebe noch was frei für unsere Rüstung? Herstellen, Outfit Modifier. Ja, haben wir. Ah, nee. Okay, das ist was Blaues. Ich hätte doch mal gerne was Lila, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Lila ist einfach das Beste. Sehr selten. Ich weiß nicht, ob es noch eine höhere Stufe gibt. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall eine bessere Rüstung als die, die wir gerade haben. Aber dafür brauchen wir Energiezellen. Aber kann man verkaufen, kann man verkaufen. Denn diese eine Quest, das alte Waffenlager, da steht ja auch sogar dabei, dass man Energiezellen sammeln muss. Oder besser gesagt, eine Verwendung finden muss für die Energiezellen. Steht da ja ganz scheinheilig geschrieben. Oh, Lila! Eisschutz! Nice! Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Was ist das? Da spricht man von Outfit-Modifikationen und... Schon kommt das. Was? Wieso kann ich das nicht... Wieso... Was? Wieso kann ich das nicht draufpacken? Achso, das ist eine Spule. Das ist kein Eisschutzgewebe, das ist eine Spule. Achso. Okay, können wir nachher auf den Kriegsbogen. Aber was? Hä? Achso, ich konnte das nicht aufsammeln. Achso. Ach man, sag mir das doch. Boah. Ich habe immer die falsche Taste drücken. Ich bin komplett raus aus der Steuerung, Leute. Das Kämpfen ging gerade noch, aber der Rest... Nee. Haben wir denn auf den Waffen voll drauf? Nee, haben wir nicht. Warum machen wir das dann nicht? Ach Gott, okay. Hier haben wir zwei blaue. Das finde ich aber auch nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Modifikation für diese Waffe verfügbar? Okay. Scharfschussbogen? Auch nicht. Aber ein Rassler. Für den Rassler haben wir auch nichts. Okay, das ist für einen Kriegsbogen, alles klar. Was ist denn dafür was? Schock. Wir benutzen Stolperfallen nie. Ich will es nicht... Nee, ich verschwende es nicht. Ich benutze keine Stolperfallen, also von dem her.
scheiße, jetzt habe ich das hier wieder nicht eingesammelt. Oh, Rayon, was ist denn los? Inventar. Modifikationen. Was werfen wir denn weg? Wir haben dreimal Verderbnis. 17% kann weg. Komm. Wir haben auch dreimal Schock, dann machen wir das auch gleich. 16% hier weg. Komm. Und die 18% auch. Das werden wir nie brauchen. Dann wäre ich wieder ein bisschen frei. Ja, das liegt hier einfach so rum. Hoffentlich gibt es nicht irgendwann Frame Drops. So, jetzt können wir das auch endlich raufpacken auf die Rüstung. Hoffentlich jedenfalls. Abschlussmodifikation hier. Nice! Eisschutz! Fatz! Was hat denn unsere Rüstung jetzt? Alter, ich muss meine Rüstung jetzt ansehen. Alter, die Effekte unten sind episch. Ich weiß, es gibt noch eine heftigere Rüstung, wofür wir die Energiezellen brauchen, habe ich ja gerade vorher schon erzählt. Aber die wird noch länger auf sich warten lassen, denn die zu bekommen ist gar nicht mal so easy. Es gibt Leute, die schalten die einfach gar nicht frei, weil man sie auch einfach nicht braucht. Das ist einfach nur so ein Luxusding. Natürlich, man absorbiert Schaden. Oder absorbiert man Schaden oder reflektiert man Schaden? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, ich habe mich mal ein bisschen informiert über das Spiel. 2 Wochen dieses Spiel nicht spielen dürfen. Und dann wird man ein paar Hand einfach mal voll heilen. Ich brauche Blümchen! Danke. Nee, das ist Verderbnis. Ich brauche kein Verderbniszeug. Ich finde es auch nett, dass ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, dass man aus Fleisch, also von Wildschweinen und anderem Getier, was hier rumkreucht und fleucht, Heiltränke herstellen kann. Also man kann sich quasi so eine Fleischsuppe zusammenbrühen. Und das heilt einen dann quasi. Finde ich lustig. Ist das da vorne das Banuk-Lager? Was ist das? Lanzen. Ach, sind Lanzenhörner. Lanzenhörner sind aber, glaube ich, nicht so schwer. Ich finde das blöd, dass wir keine Präzisionspfeile mehr haben. Nachcraften hier. Was brauchen wir denn da? Da müssen wir beim Händler mal nachgucken. Beutepfeile. Was bringen die Beutepfeile? Werfen die dann mehr Beute ab oder wie ist das? Oh shit, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Hey, das müsste One-Shot gewesen sein. Das war ein dreifach Präzisionspfeil. Wie verarschen? Hä? Das war ein dreifach Präzisionspfeil. Willst du mich verarschen? Hallo? Was mache ich? Hallo? Ist jemand down? Dankeschön. Aber hä? Okay, das gucke ich jetzt nochmal nach, warte. Ne, da macht der nicht weniger Schaden oder so. Da sollte eigentlich trotzdem ganz gut Schaden machen. Ich verstehe das nicht. Warum haben wir denn bei dem keinen Schaden gemacht? Macht das Auge bei dem keinen Schaden? Ist das nicht sein Schwachpunkt? Ich habe keine Ahnung. Aber egal. Wir werden einfach mal weitergehen. Ich bin echt gespannt auf die Banuk, weil die Banuk ist die einzige Rasse in dem Spiel. Vermute ich. Ich glaube nicht, dass es noch andere Rassen gibt. Das ist die einzige Rasse, die wir noch nicht quasi entdeckt haben. Also Rasse, was heißt Rasse? Was ist das eigentlich? Was? Stürmer? Ne, komm, da gucke ich jetzt auf die Karte. Hier ist ein Willst du mich verarschen, Spiel? Willst du mich verarschen? Ich habe hier unten eine Quest gehabt. Hier in Mutterkrone. Ne, nicht Mutterkrone. In... Doch, Mutterkrone war es hier irgendwo. Hier irgendwo hier. Da musste ich für die Rüstung. Hier war das. Da musste ich für die Rüstung. Einen Stürmer herzuholen. Ich markiere das in der Quest. Der schickt mich hier hoch. Hier hoch. Ne, sogar hier hoch hat er mich, glaube ich, geschickt. Oder hat er mich hier hoch geschickt? Ja, hier, glaube ich, hier hoch geschickt. Aber hier ganz neben wäre einer gewesen. Und weil ich das Spiel nicht erkundet habe, also das Gebiet, dann zeigt das mir einfach nicht an. Hier sind Banditen da. Ach komm, Spiel. Was ist denn los? Ich hoffe mal, die entdecken mich nicht sofort. Ich bin nicht da, Leute. Beachtet mich nicht. Ich sammle hier nur mein Reinholz und wir leben alle gemütlich hier in unserer Welt. Liegt hier Schnee oder ist das Reflexion vom... Oder ist das die Reflexion vom... Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Was ist los? Versuche auf die Bälle zu schießen, aber das ist nicht so... Easy. Alter. Easy. Ne, das sind jetzt, glaube ich, keine Lohen, das ist Kühlflüssigkeit, oder? Kühlsaft.
Kühlsaft ist das, okay. Ich dachte, die Landsleute sind friedlich und laufen weg. Da habe ich mich wohl geirrt. Was ist das hier? Das war ein Lanzenhorn. Okay. Nee, ich lasse ihn in Ruhe. Ich bin friedlich heute. Guck mal, wieder ein Panzerwanderer. Der kann mir aber mal getrost am Sack lecken. Was haben wir da für Tutis? Stürmer. Die kann ich überbrücken, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre, kann ich Stürmer überbrücken. Kann ich Stürmer überbrücken, Leute? Wisst ihr das? Was? Nein! Was? Nein! Nein, doch nicht alle! Wieso kommen jetzt alle? Geht doch weg! Brauch nur einen. Okay, dann nimmst du halt einen anderen. Mir auch egal. Fuck you! Alter, was? Okay, wir werden sterben. Wir werden so sterben. Ich muss weg. Ich muss weg. Bin aber weg, Leute. Tschö! Ich laufe halt trotzdem mal durch euch durch, ne? Ich glaube, ihr macht eurem Namen nicht alle Ehre. Alter, ich wollte so nur den einen anlocken. Ich konnte doch nicht wissen, dass da die ganze Herde auf mich zukommt. Boah, was war das denn gerade für ein Schreck? Was ist da unten eigentlich los? Freundliche Maschine? Was? Ach! Wir haben es doch geschafft, den zu überbrücken. So hoch hier auch, oder wie ist das? Mann, jetzt... Alter! Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich doch echt verkackeiern hier? Alter! Was schlägst du denn nicht, Eile? Alter! Was war's? Alter! Ich hab fast kein Leben mehr, verdammte Scheiße! Geh doch weg hier! Alter, die Stürmer, die übertreiben! Die übertreiben einfach! Alter! Was? Alter, das wäre mein Tod gewesen! Alter, die Stürme übertreiben. Alter, die ganze Herde. Ich brauche fucking Heilung. Ist der feindlich oder ist das meine Maschine? Oh shit, das ist eine feindliche Maschine. Geh weg! Verpiss dich! Verpiss dich! Alter, ich kann dir doch nicht einfach runterspringen. Jetzt lass mich doch in Ruhe, bitte, hier. Oh, oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Alter. Da ist hohes Gras. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ja, wir gehen ihnen erstmal aus dem Weg. Was ist das? Lanzenhörner? Lanzenhörner. Alter, was? Stürme sind echt nicht zu unterschätzen. Ich brauche Heilung. Alter. Lebt er denn noch? Bring nicht deine Freunde mit, bitte. Du lebst noch, hi. Kommst du auch runter, bitte? Hallo. Ich will einen Stürmer reiten, komm runter hier. Ja, gut, dann komme ich halt wieder hoch. Oh, ich glaube, hä, was ist das hier? Das ist schon diese Öde. Aber ich glaube, der kann da ja sowieso nicht runterspringen. Der ist da ein bisschen scheu. Deswegen werden wir einfach mal ein bisschen weitergehen hier. Und dann werden wir ihn rufen. So. Nice. Siehst du, da portet er sich runter. Das kann er nämlich. So, jetzt haben wir nämlich das beste Reittier, glaube ich, ne? Im Moment. Ich glaube, man kann gar nicht noch mehr Reittiere reiten. Ich glaube, es gibt nur die 4 Stück. Waren es 4 oder waren es 3? Ich habe keine Ahnung. Ach so. Ich habe viel Elder Scrolls in der Zwischenzeit gespielt. Da sprintet man anders. So, wo haben wir denn das Banuk-Lager? Ich hoffe, es kommt nicht irgendwie so ein Mega-Predator um die Ecke und haut uns weg. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, in diesem Banuk-Lager ist irgendwie ein Händler, der uns ein paar Heiltränke oder so verschaffen kann. Was ist das? Grauhabicht. Was macht dein fucking Grauhabicht hier? Ich habe kein Leben für so einen Kampf. Ist hier eigentlich ein Grauhabicht-Areal oder wie ist das? Grauhabicht-Areal. Ah, da werde ich mich rumschleichen. Ich habe keine Energie für so ein Grauhabicht. Nee, ganz sicher nicht. Ich werde meinen Stürmer mitnehmen, auch wenn der nicht das beste Vehikel ist, um hier zu schleichen. Aber komm, wir reiten außen rum. Ich hoffe, der entdeckt uns nicht, der da drüben gerade.
Kommst du hier hoch oder müssen wir... Okay, gehen wir hier rum, alles klar. Ich hoffe mal, wir können das Grauhabicht-Areal gut umschippern. Denn ich habe da keinen Bock drauf. Okay. Alter, das ist hier Lanzenhornland, oder wie? Sind Lanzenhörer ein bisschen so die Rentiere? Also die Karibus des Nordens? Das kann natürlich ganz frisch sein. Alter, hier ist alles voll. Das ist eine richtige Riesenherde. Was ist das denn? Da ist noch ein Lanzenhörner, alles klar. Hier ist alles voll. Die suchen mich. Was? Wer sucht dich? Plünderer. Okay. Tschö. Ne, da habe ich keinen Bock drauf auf die Plünderer. Ne. Wir reiten ins Banuk-Lager. Wie lange weit ist denn noch? 220 Meter, ja gut. Dann könnten wir rein theoretisch durchreiten. Sollten wir hinkriegen. Was ist da für ein Licht? Ich muss aufs Licht zureiten, egal ob es eine gute oder eine schlechte Idee ist. Es scheint eine gute zu sein. Wir sind wieder am Weg. Sehr schön. Plünderer, Plünderer, Plünderer. Ihr seht mich nicht, Plünderer. Was ist mit den anderen Söldnern passiert, die er geschickt hat? Kommst du hier hoch? Danke. Sind die... Die sind friedlich. Alles klar. Alter. Sind wir in so einem richtigen... Geht's dir gut, Ale? Sind wir so im richtigen nordischen Lager. Und ich sehe einen Händler. Sehr schön. Ah, Leute, ich will das mal sagen. Die Reise war aufregend. Die haben einen Sägezahn gezähmt. Nee, das ist ein Verwüster. Das ist ein heftiger Sägezahn, auf Deutsch gesagt. Alter. Okay. Aber das Lager werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge ein bisschen weiter erkunden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir auf jeden Fall zahlreiche Tipps und Kommentare. Kommentare in die Kommis. Boah, Rayon, Episode wieder fix drauf. Ja, gebt eine Bewertung ab und Rayon sagt ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.